Welche Form wird Faden eigentlich annehmen? Schlimmer als Mensch geht's ja gar nicht mehr. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Schwindende Scherbe. Okay, Scherbe gefunden. Und was ist mit dir hier los? Weiß nicht, was soll mit der schon los sein? Das ist keine Sarutsche. Moment, das war doch auf der Taste, oder? Ja. Ich sehe dich, Scharfschütze. Tschüss, Scharfschütze. Das war nicht so gut. Auch nicht. Komm, ist das Luftanhalten weg? Geht's. Hey, warum? Umfallen ist gut. Die verschwinden einfach so. Ein Router. Na dann würde ich sagen, nehmen wir das Ding mal. Bin ja mal gespannt. Wir haben, glaube ich, fast 100 Schimmer. Hey, warum wird die Scherbe dunkler, als würde sie sterben? Alles so ist, Dumpfbacke. Lade sie unter einer Lichtquelle, damit sie nicht explodiert. Toll. Gut. Jetzt wird sie ja wohl nicht explodieren. Stimmt, aber wenn die Ladung bei Null ist, beginnt die Scherbe zu schwimmen und geht hoch. Und das tut weh. Dumpfbacke, Caliban hier. Nein, die will ich nicht. Ach, das ist der fünfte. Nee. Scherbe ist im Ohren. Was nehme ich denn? Was für eine Waffe? Ich glaube, ich nehme die Maschinenpistole. Voll aufgeladen! Zu viele Scherben, Heinis. Ich gehe lieber. Wo sind denn ganz viele? Wir haben die doch schon alle erledigt, könnte man meinen. Die Scherbe ist stabil. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Oh. Läuft wieder. Ewig nichts, oder? Scheiße. Scheiße! Muss zurück. Oh. Gut, dann los! Wo als nächstes hin? Kommt ja wirklich ewig nichts. Da ist auch bestimmt Ende Gelände. So, rutsche runter, ja, aber hoch. Ja. Nichts wie weg! Wie kommen wir da hoch? Da ist nochmal was zum Aufladen, aber. Irgendwie ein Aufzug. Wird irgendwie darüber gehen, da hinten ist auch was. Da geht's nicht weiter, da ist der Brenz. Die Scherbe ist stabil. Ich guck mal in die Richtung, vielleicht sehe ich von da hinten etwas anderes.
ist da oben was? Hinten könnte was sein. Ich gehe erstmal zurück, leid auf und dann mache ich schnurstracks. Gehe ich schnurstracks diesen Weg. Kann die Scherbe nicht ablegen, wobei ohne Scherbe ist halt auch doof. Und mit der kommen wir weiter. Jetzt Gas geben. Voll aufgeladen. Ja, da hinten ist eine Lichtquelle. Nicht abrutschen. Der Waffe kann man nicht so schnell laufen. Voll aufgeladen. Ist mir so extrem weit weg. Wir grasen ja nur Randgebiete ab. Keine Explosionen im Moment. Wo muss ich da lang? Abgeladen. Jetzt aber schnell. So, zickig. Kann man sich nicht anzünden, oder? Da kann man sich nicht anzünden. Na, puh. Dani, wie wär's mit Klettern? Dani! Oh. Jetzt aber schnell. Ich muss verkürzen. Ich muss verkürzen Abständen, die beiden hier gerade waren. Er nervt. Jetzt nicht mehr. Aufgeladen. Perfekt. Jetzt geht er gerade wieder. Ist das hier? Nein, hier ist keine Quelle. Oh, es hat gereicht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, erhöhte Position, weil es hier bergab ging, aber das hätte ich nicht gedacht. Ey, hat einen Scheiß geschmissen. Ah! Abgeladen.
aufgeladen. Perfekt. Knapp. Weiter geht's. Hier ist irgendwas Schimmermäßiges da oben. Na gut. Oh. Reicht. Gut, die Scherbe ist bereit. Bisher ist das noch alles relativ entspannt. Die vierte Scherbe ist bisher irgendwie einfach. Wenn nur eine kleine Chance besteht, dass sie mich nach Hause bringt, dann ja. Licht. Oh, es wird warm. Warum wird das jetzt schon so warm? War ich nicht ganz drin, oder was? Hier drin zu bleiben, wäre kein Leben, Faye. Du hast nicht den geringsten Selbsterhaltungstrieb. Kacken hat mich relativ weit gebracht. Heißt das, wir ziehen das jetzt durch? Ja, zusammen. Jetzt verstehe ich es. Ich kann aus Fehlern lernen, so wie du. Ich kann den Fan zu Hause den Wert von Irrtümern beibringen. Und falls das Protokoll dich wirklich tötet, stell dir mal vor, was ich daraus alles lerne. Also, dazu wird es nicht kommen, Faye. Hoffentlich nicht. Faye ist wieder Faye. Lichtgeschwindigkeitstreter. Danke für die Ausrüstung, Faye. Kann ich gut gebrauchen. Natürlich kannst du das. Und jetzt los, hol die Schabe. Stehe ich aber gerade vor einem kleinen Problem. Wenn ich die Folge jetzt beende, ist sie ziemlich kurz. Wenn ich jetzt aber die nächste Scherbe noch angehe, muss ich ja eben bis einschließlich der nächsten Scherbe spielen. Das kriege ich zeitlich hin. Das Problem ist, die letzte Folge muss ja auch noch irgendwann raus. Die muss noch kodiert und hochgeladen werden. Das könnte dann eng werden. Nani, holen wir uns die Scherbe. Ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Das ist so ärgerlich mit diesem Speichern-Fortschrittssystem hier. Was mache ich denn jetzt? 15 Minuten Folge. Hab ne Idee. Ich hoffe, ich irre mich mit dem Einladungsprotokoll. Oh, aber vielleicht irre ich auch dabei so oft, mich zu irren. Okay. Wir gehen jetzt erstmal da durch und ich werde die Folge hier gleich mal für mich persönlich beenden, aber ich mache einen Schnitt und mache dann einfach weiter die restlichen 25 Minuten. Dann schneide ich die einfach mal zusammen. So werde ich es machen. Diese Folge ist noch nicht zu Ende. Dani, was meine Ankunft auf der Erde angeht. Ja? Innerhalb der großen kosmischen Pläne war es nun nicht so ganz vorgesehen. Du hattest eine Bruchlandung. Ich hatte auch schon ein paar. Konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt. Die Folge bekommt nur einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Weg damit. Und los geht's. Dani, was meine Ankunft auf der Erde angeht. Ja? Innerhalb der großen kosmischen Pläne war es nun nicht so ganz vorgesehen. Das ist eine Bruchlandung. Ich hatte auch schon ein paar. Konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt. Die Waffe könnte besser sein. Warum haben wir die? Wollen wir nochmal sterben?
lieber hinten rum. Vielleicht kommen wir einfach mit der Waffe klar, oder wir nehmen die einfach nicht, wenn wir gleich noch andere bekommen. Dann würde ich es nochmal probieren. Die Wand könnte ich bestimmt wegsprengen. Jetzt aber schnell. Ich will nicht hier sein, wenn das hochgeht. Ein kürzerer Weg. Ja. Muss man alle treffen? Was bewirken die? Aber alle treffen, da müssen wir ja an verschiedene Orte. Einfach. Lita, das ihr sehen könnte. Oh. Sie würde ausflippen. Das kommt gerade recht. Was denn? Was denn? Oh, oh, wobei. Finde ich gut. Ich dachte erst Granate. Ist wirklich kürzer. Nein. Sag es mir nicht. Ich weiß, du zählst mit. Nein, nicht Ödland. Wir müssen ganz am Ende Warnes abbiegen. Ah, jetzt haben wir die beiden Waffen nicht. Jetzt haben wir... Oh, die Maschinenpistole. Kürzerer Weg, ja, aber die Wahrscheinlichkeit auf eine andere, weitere Waffe damit vertan. Wir werden entkommen. Oder sterben. Oder beim Entkommen sterben. Lass uns erstmal entkommen. Oder beim Sterben entkommen. Tot. Das ist eine Kleinigkeit wiederum, habe ich auch schon oft angesprochen. Sehr cool finde, dass Dialoge, wenn sie unterbrochen werden, dann einfach später fortgeführt werden. Es gibt nichts Nervigeres, weil man sich gerade bewegt, dass man Dialog dadurch unterbricht. Wobei, noch nerviger ist, wenn zum Beispiel beim Spielverlassen nicht so richtig gespeichert wird. So, wieder eine Spitze verteilt, wie das halt sein muss. Vorhin ganz gut gefahren mit meinem. Wird schon wieder. Ich habe schon wieder die sich bewegende Wand nicht gesehen. Naja. Sind wir ja vielleicht hier lang? Weil im Zweifelsfall nach rechts und das galt hier noch. Eine Kiste. Dürften mittlerweile über 1000 Schimmer haben. Ja, 1020. Ah, das war die Sackgasse. Hinten gab es eine Kiste bei diesem Turm. Oh, die coole Tür. Hä? Wieder woraus, wo wir schon waren. Es verändert sich. Warum bald Munition? Fällt mir gerade auf. Fest.
gefällt die Waffe nicht. Alle gewesen sein. 21 Schuss noch. Benzinkanister. Wo war die? Moment, andere Waffe? Gab's ja nicht zwei. Kisten? Nein? Scheiße. Munition. Lag hier keine Munition rum? Kann nicht wahr sein. Oh oh. Können wir noch Nahkampfangriffe ausführen, beziehungsweise einen Benzinkanister werfen? Da. Schneller, der setzt zu langsam. Es ist nicht mehr weit. Wenn du wieder stirbst, kann ich dich dazu. Was für ein... Nein. Ich habe jetzt nicht verstanden, dass was wiederherstellen, das, da war ich jetzt abgelenkt. Oh Mann. Diesmal werden wir nicht angezündet. Ha, stimmt sogar. Das kannst du später nie. Jemanden von oben erledigt hat von oben. Ah, so. Hätte gern noch eine Waffenkiste. Die Hütte sind wir das letzte Mal auch angegangen und... Ne, Karte lässt sich nicht öffnen. Was ist denn jetzt los? Hä? Karte lässt sich nicht öffnen. Hier gibt es ja keine Karte, ne? Risskarte, doch da. Hä, warum lässt sie sich nicht öffnen? Ich gucke jetzt nicht nach, was das andere wäre. Hier könnte man aber... Ist das ein Strich? Ne, hier ist ein Strich. Da gibt es aber auch noch, das müssen wir aber auch nochmal mitnehmen, damit wir es einfach mal gesehen haben. Versunkenes Esperanza fand ich als am unangenehmsten. Wir können ja nach der Scherbe nochmal, wobei letzte Scherbe sollte eigentlich zum Schluss sein. Wir gehen zum Roten Tor Esperanza versunken und dann darüber und dann zu dieser Scherbe. Ich will zumindest alles mal gesehen haben. Ich finde die Orte hier nämlich schon schön. Ich mag diesen DLC ja allgemein sehr. Das Problem ist, das Speichern. Das ist die einzige Komponente, wo ich sage, das ist so unnötig, weil es ist so unnötig. Ja. Versunken. Hat was von Bioshock. Selbst noch nie gespielt, aber schon gesehen. Bombenlos. Tauch ein! Such nach neuem Wissen, Freundin! Oh, sind wir eigentlich befreundet? Eher nicht. So ganz. Dieser Unterwassersimulator ist schon toll, ja. Aber wir haben zu tun. Folge dem Licht. Die Kristalle helfen dir mit dem Sauerstoff. Ich musste ja, ich sag mal, im großen Meer musste ich ja so lange mit den Haien herumkämpfen. Naja.
Quallen, Fischen, Quallen, Fischen. Ah, beim Heilkampf rechne ich mit einer Überlebenschance von 4%. Ich könnte mich aber auch irren. Vielleicht sind es auch nur 3. Sehr schön. 2 Probleme, ohne was zu tun, erledigt. Wasserli, das Protokoll will dich wirklich töten, Dani. Schön vorsichtig. Wie schön. Dani, tu, als wäre ich ein irdischer Elternteil, der dich anfeuert. Nutze deine Gliedmaßen. Gleite durch die Flüssigkeit. Du schaffst das. Eine tolle Motivation. Stellt mal vor, die Eltern eines Kindes, was eine große Schwimmhoffnung ist, bekommt zu hören. Nutze deine Gliedmaßen, gleite durch das... Nee, durch die Flüssigkeit, nicht durch das Wasser. Aua! Scheiße. Oh. Beim letzten Mal waren weniger Minen, oder? Früher war mehr Lametta. Hier oben gab es, glaube ich, gleich eine Waffenkiste. Die haben wir auch bitter nötig. Au! Gut, dann können wir die ignorieren, die kommen. Die machen so wenig Schaden und kommen immer in so einer geringen Frequenz und das tut uns nicht viel. Genau, oh Mann! Nein, Rohrbombe, nein! Laufen, schwimmen. Jetzt werde ich wieder beim Militär. Oh, wenn wir in der Schule ein Gravitationsfeld, das die Technik genau weggestört hat. Jetzt kommen. Na, ist schon besser. Munition her. Keine Munition? Hier gab's doch eine Kiste, oder? Ich wusste, dass der Schlüssel nützlich sein würde. Ein Ausweg. Ja. Toll, jetzt sind wir 2 davon. Nee, Bio wieder will ich nicht. Wobei? Nee, das war Bio wieder. Nee, ich will das andere. Beim letzten Mal sind wir ja von hier aus direkt zur Scherbe. Nee, geht gar nicht. Aber das war gerade Bio wieder tödliche Entscheidung. Mal besser auf Abstand. Wir können hier schon zu dem Portal. Wir mussten ja noch, weil wir keine Bombe hatten und keinen Schlüssel da hinten weiter. Ist das ein Ausgang? Ich sollte noch mehr Sachen sprengen. Mehr sprengen ist immer gut. Oh, das sieht neu aus. Das sieht nach Esperanza aus. Cool. Ah, noch cooler. Was war das? Ich wette, dieser Schlüssel öffnet ein paar ziemlich wichtige Türen. Der da. Na dann, bin gespannt. Tod durch Dunkelheit. Ende einen Schritt näher. Ja,
Mach weiter, solange es noch hell ist. Du hast Glück, dass du einen so stabilen Stern im Zentrum deines Sonnensystems hast. Das muss ich dir wohl glauben. Sonne darf nicht untergehen. Scherbengesicht stirbt, Sonne geht auf. Diese Waffe und das Visier. Das ist irgendwie eine gewagte Kombination. Ach, Ding hat einen Schalldämpfer. Kacke. Schalldämpfer ist nicht gut. Die Waffen sind miserabel. Die Musik ist schön. Das sieht aus. Aber mal um 90 Grad gedreht. Da hinten wurde gefaltet. Wir sollten uns etwas sputen. Die Waffen sind echt nicht so prickelnd. Haben wir gar nicht aufgesammelt. Oh, Dunkel. Die Sonne geht unter. Ich muss schnell was töten. Ah, dunkel. Oh, ist ja dunkler. Munition kann ich aufsammeln, bin zu nah dran vorbeigelaufen. Na? An die Arbeit. Sieht aus wie das MG42. Warum? Ist so dunkel. Welche Waffe wir einsammeln, die kriegen wir jetzt eh nicht. Boah, das sieht cool aus. Ich würde ja gerne mal länger gucken, aber wir haben ja einen gewissen Zeitdruck. Guck dir sich den Schimmer an. Unser Schimmer gleich. Aua! Oh, Mist. Drüben war was. Lava. Es wird wieder dunkel. Es wird dunkel. Ich muss Scherbenfressen töten. Scherbenfressen.
Ja, so macht man das. Haha, scheiße, ja. Ach, nicht anzünden. Nicht zu nah rangehen, wir wollen noch nicht rein. Zeit abzuhauen, das spart Kugeln. Okay. Das erinnert mich irgendwie an Alan Wake. Die Risskarte funktioniert wieder. Nee, Hochbank, die hätte ich wieder erkannt mit den vielen Türmen da, mit diesem Turmkranz. Das ist das richtige Portal. Gut, dann mache ich aber hier Pause, weil wenn ich hier draußen Pause mache, dann geht die Sonne unter. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.